jetzt betone, dass es am Menschen liegt, wo er seine Ewigkeit verbringen wird, dann bitte das nicht misszuverstehen, so als ob ich nun zeichnen wollte das Bild von einem edlen Gutmenschen, der sich den Himmel verdienen könnte. Es ist nicht die Haltung, die Einstellung, die Befindlichkeit des menschlichen Herzens, die darüber entscheiden wird, ob er begnadigt wird oder nicht. Das ist Gottes definitiv freiwilliger Liebe. Begreife ich das? Da geht es nicht darum, oh, hier ist ein verhältnismäßig guter, edler Mensch mit seinem guten, positiven Herzensneigung und jetzt muss Gott ihn begnadigen. Nein, von seiner Sündhaftigkeit, seiner Verdorbenheit, seines Fleisches, seiner Neigung, den er hier und da immer mal wieder zum Opfer fällt, von diesen Eigenschaften her sind wir alle unflätig. Da ist keiner, der so Gutes wirken würde, dass man ihm sagen muss, der hat den Himmel verdient. Nicht einer. Doch um was geht es? Es geht darum zu betonen, dass wenn Gottes Heiliger Geist sich mit dem Menschengeist verbindet und eine Wiedergeburt bewirkt, dann ist dies ein unverdienbarer Gnadenakt Gottes. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Ihr selbst habt nichts dazu getan, es ist Gottes Geschenk. Und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Sie begreifen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Damit aber, mit dieser Gesinnung und mit diesem menschlichen Produkt, ich erschaffe mir selbst meine Gerechtigkeit. Ich kann bestehen vor Gott. Gott muss stolz auf mich sein. Mit dieser Gesinnung haben sie sich der Gerechtigkeit, die Gott ihnen schenken will, haben sie sich verweigert. Sie haben sie zerstört, die Gerechtigkeit Gottes, durch ihre Selbstgerechtigkeit, durch ihre eigene Kraft, durch ihre eigene Perspektive. Ich, meine Schuldigkeit, werde ich schon erfüllen. Ich werde bezahlen, sagt der Schalksknecht, der dann feststellen muss, er hat es doch gar nicht. Er hat das Potenzial nicht, dass er seine Schuldenlast, seine Sünde sühnen könnte. Geht doch gar nicht. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen. Warum? Warum machst du das, mein Gott? Auf das er alle begnadigte. Und so finde ich dieses Wunder der Gnade aus Liebe für mich Menschen, dass da eine, wenn man jetzt den Ton des Töpfers oder auch einen Baum, der wird auch gebraucht als Bild, da kommt eine Veränderung. Eine Veränderung, sodass es heißt, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Wo kommt nun dieser gute Baum her? Er ist das Erzeugnis einer Begnadigung, wo Gott gesehen hat, da ist nicht Hopfen und Malz verloren, sondern da ist Hoffnung. Da ist etwas im Herzen, das kann ich erwecken, dem kann ich entgegenkommen. Ja, ich finde es in seinem Herzen und ich reagiere darauf, sodass ich ihn nicht lasse, wie er war. Er bekommt etwas von diesem hochheiligen, sozusagen Wunderbaum, von dem Wunderleben Christi. Denn er ist faktisch der einzige sündlose Baum, der sein Leben, seine Frucht uns armseligen Sündern mitteilt. Und wie fantastisch ist es, dass ich hier also mein eigenes Leben widerspiegeln kann, im Bild gesprochen, sozusagen wie wenn ich in dem Feuerofen von Römer 7, wenn ich da drin stecke, aber ich bin dort wie die drei Jünglinge im Feuerofen zu Daniels Zeiten, dass ich aber dort
gerade dort, in dieser Feurigkeit, in dieser Bedrängnis, in der Leidenserfahrung meiner eigenen menschlichen Beschränktheit, meines zu kurz kommen, dass ich dort mittendrin mit der richtigen, positiven, gottgemäßen, geistgewirkten Herzenshaltung stehe und ich treffe dort den vierten Mann. Ich treffe meinen Erlöser Jesus Christus im feurigen Ofen von Römer 7. Denn das ist das heißeste Feuer, was mich anficht, was mich angreifen will, verzehren will, weil da geht es ganz arg dringlich um meine Person, um meinen Charakter, um mein Verhältnis zu dem hochheiligen Gott und wo es schwächelt und wo da Baustellen sind. Und dann komme ich aus diesem Ofen heraus und ich habe noch nicht einmal den geringsten Brandgeruch oder Sündengeschmack, keinerlei Verschmutzung der Sünde, noch nicht einmal an meinen Kleidern, so wie es bei den drei Jünglingen der Fall war. Wie ist das möglich? Das ist das Wunder Gottes in den edlen, positiv, niedrig, demütig, ehrlich werdenden Herzen. Das reicht ihnen da. Hier ist mein Angebot aus lauter Gnade. Ich komme euch entgegen. Der vierte Mann rettet seine geliebten Kinder in dieser Feuersbrunst. Und herauskommt das Wunder Gottes. Geheiligte, vollständig gereinigte Menschen, die von sich aus, von ihrem Herzen aus, nicht mehr sündigen können.